Okay, das. Huch, wie konnte ich da runterfallen? Nö, das machen, das Tank finden müssen wir. Nee, das Ding auf Planeten nicht machen. Oh, jetzt habe ich alles. Okay. Jetzt müssen wir zurück zu Esther. Okay. Nein, wir müssen beide für Florana machen. Mhm. Ja, bist du ja auch. Aber wir müssen trotzdem beide. Wir kriegen trotzdem beide dieselbe Quest. Dann kannst du okay ja schon mal oben rechts Power Generator upgraden. Hui! Voll schnell. Omi, I'm back. Ach, wie nett. Ich würde jetzt am liebsten gerne mal jetzt diese Mission machen, die ich uns glaube, der Pinguin gegeben hat. Find Florian Clues. Scan objects to find Florian. Och, Mensch. Nein. Das muss ich jetzt aber nicht hier machen, oder was? All around the world. Okay, das heißt, du machst wahrscheinlich für dein Volk dann Sachen finden. Ach so. Hä? Ich war der Meinung, ich bin Florana. Ach so. Ich habe jetzt 8. Ich habe 8 zusammen. Yay. Hast du es oben rechts gemacht? Gut, das macht nämlich schneller. Unten links ja wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht, weil kannst du einfach Flüssigkeiten abbauen. Yellow Stimpack Medicine. Na, können wir ja später machen. So, jetzt würde ich gerne mal diese Mission machen von diesen Dingens-Pinguinen da. Achso, und ich habe noch ein Buch für dich. Ja. Ich habe das. Wow. Ah, ich habe ein neues Schwert gefunden, das hat einen Eiseffekt. Aber es ist ein bisschen schwächer als das, was ich habe. Und ein bisschen langsamer, aber nur minimal. Aber es hat einen Eiseffekt. Outpost. Und es ist pink. Jupp. Den habe ich gar nicht verlassen. Ich probiere es einfach mal mit dem. Und ich habe eine Silberpickaxe. Ich chatte ein bisschen mit den Leuten hier. Hallo, wer sind Sie? Silberpickaxe finde ich schon mal gar nicht schlecht. Nein, danke. Ich nehme die Pickaxe eigentlich dann nie mit. Ich mal schauen. Ich denke, ich bin nicht wirklich interessiert. Ich habe abgeredet. Ja. Ja. Florian is making farm. Florian just here for some seeds. Ebenso für die Florana. Does Florian look good in human clothes? Fragezeichen. Florana reden mit langgezogenen S, wie es scheint. Das ist nicht mehr voll gut. Also. Also wenn du einen Florana ansprichst, dann ja. Doch, das ist okay. Die Alien reden normal. Okay, wo bist du? Ach, wieder im Outpost, ne? Ja. So, ich wollte Zeugs weglegen. Gut, ich komme gleich. Yay! Möchtest du hätte ich versteckt, Kofferpickaxe nee haben? Wasch. Protected Helmet. Nee, komm. Ich will hier nicht. Incoming, nein, nein. Okay, hallo Herr Pinguin. Ready. Hallo. Alles klar. Ich weiß es nicht. Ah, okay. Aber es sieht ein bisschen ungesund aus, was ich mit meiner. Guck mal. Wir können danach diese Max auch. Zoom sie! Cool! Ja, achso, Pinguine. Man ja kann hey aussteigen, aber es bringt einen au nichts im schwerelosen Raum. Bist du der Müllhaufen da?
Warte. Oh, ich habe eine gefunden. Hier sind solche Zielscheiben und... Da ist er doch. Jetzt hier zum Beispiel raussteigen. Hey. Okay, hallo. Hallo, Herr Pinguin. Ready. Deswegen habe ich es kaputt geschossen. Oh mein Gott, ich bin eine Kapsel. Das Viech, was die Augen gemacht hat. Au. Hey, ja, geil, was ist das hier? Was müssen wir denn jetzt abknallen? Der Schraubbummer. Hey. Auf jeden Fall, diese Teile, mit diesen Teilen können wir auch unseren Planeten deployen. Und es gibt da viele verschiedene Arten von. Also man kann das Teil auch noch upgraden. Blablabla. Oh. Wenn ich die Kisten kaputt mache, kriege ich dann... Drück mal Rechtsklick. Ah. Ich kann nicht aussteigen. Kein Nahtschild zu sein, ja. Ach. Okay, komm ich weiter. Okay, würde schätzen. Ja, das war der Parcours. I'm schwerelos. Die sind recht neu, glaube ich. Du warst das. Ach so. Das verfolgt mich schon die ganze Zeit. Falscher Pinguin. Aua! Der hat auch eine Quest. Wieso hast du so einen Fliegefreund bei dir? Müssen wir den uns selber craften? Ah. Wofür sind die gut? Oh, weiß ich ist nicht. Ist das ein Popo-Schild? I'm working on a shiny new mech weapon, but I need some help gathering some pieces. If you could go into space and find me 5... Irgendwas, 10, irgendwas, irgendwas. Okay. Wir nehmen es einfach mal an. Achso, das war's schon. Ja, nice. Meck. Seit wann gab's sie vorher auch schon? Blau. Aber nicht. Nee, ich mach nicht rein, blau. Pinguin, Mann. Ja, Lila Silber gefällt mir. Okay, hier können wir, glaube ich, später so Einzelbauteile, sieht man hier, was die alle so bringen. Und können wir immer wieder ersetzen und ja, andere Quest draufsetzen. Achso, die hatten wir auch schon eingenommen, ne? Yeah. Pinguin, Mann, ich hab's geschafft. Und jetzt? Ja, aber, oh nö. Gehen wir mal zu deinem Raumschiff. Oder zu meinem, sag ich euch egal, ich bin jetzt einfach mal zu deinem gegangen. Ist gut so. Und jetzt gehen wir zur Deployationsplattform und machen nicht Beam Down, sondern drücken Deploy Mech. Ah, hier kann ich die Farbe ändern. Ja, nice. Oh, guck mal, der sieht aus wie mein Volk. Hui. Und ja, diese Teile hier, dieses Packgeschütz, die können nicht nur schießen, die können auch abbauen. Und sie machen ordentlich Damage. In anderen Worten, die Teile sind praktisch. Der Nachteil ist nur, die Energie geht langsam alle. It's my personal mag. Das heißt, also du siehst diese blaue Leiste oben? Was jetzt? Ja, das ist ja. Okay. Ja, tatsächlich nur, indem du aufs Raumschiff gehst und wieder runter beamst. Und mit diesen Mechs können wir uns eben nur auf die Oberfläche teleportieren und nicht zum anderen Typen direkt. Das heißt, die sind recht cool, aber haben halt ihre Nachteile auch gegenüber des normalen, über die Planeten laufen. Wow! Ach, mal! Ups. Ja, das auch.
Also man kann sie auch, also man, wie gesagt, man kann sie auch upgraden. Und vor allem bauen die extrem schnell viel ab. Ja, egal. Wollen wir mit uns zu weiteren Planeten reisen? Okay, guck dich an. Habe ich auch gemacht. Wie kriegt man die Energie wieder voll? Ja. Yep. Ich gehe mal eben Treibstoff kaufen. Ach so, ja, gut, okay. Kannst du machen, musst du nicht. Die Frage, mit welchem Schiff wollen wir reisen? Ja, so ein bisschen langsam, habe ich das Gefühl. Wie kann ich mir den kaufen? Mehr als genug. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich kaufe einfach mal 100. Die ist es trotzdem. Genau. Liquid Air Shields Fuel. Okay. Wollen wir da mal mit meinem Raumschiff durch die Weiten des Universums reisen? Es ist eigentlich letztlich egal. Wir können ja einfach sagen, wir reisen mit einem Raumschiff so lange, bis wir einen saugeilen Planeten finden, dann reisen wir mit dem anderen. Dann kann das eine Raumschiff immer bei dem Planeten bleiben. Also ich bin jetzt erstmal wieder in mein Schiff. Also ja, Schiff läuft jetzt wieder, voll gut. Eigentlich kann man das. Sollte ich dann auch tun, oder? Ja. Keine Ahnung. Hier kriegt man Treibstoff. Hier, das, da musst du es einfach nur reintun und auf Fuel drücken. Also, wir sind eigentlich gerade technisch gesehen gar nicht über einem Mond, was wir haben, sondern nicht über einen Planeten, sondern über einen Mond. Guck mal eben, ob wir euch. Das. Nein! Oh, jetzt bin ich runtergegangen. Kann man nicht einfach eine Zahl eintippen? Grüne sind eigentlich immer wir. Man kann eine Zahl eintippen. Kann ich nicht. Eigentlich kann man das. Ich darf nicht tippen. Ach so, ich darf nur über Pad tippen. Okay. Ist auch einfach mal 100 gekauft. Also jetzt kannst du dir eben raussuchen, zu welchen Planeten wir reisen. Ich würde mal sagen, wir müssen nicht allzu weit gehen. Okay, da können nur 100 rein, sehe ich gerade. Ne, 1000. Ich würde einfach mal diesen... wenn du auf den Planet draufklickst. Hier, bei dem Stern, wo wir gerade sind. Was ist das denn da hinten? Ach nee, Moment mal, ich sehe das gar nicht. Das Grüne oder sind wir das? Da hinten ist ein schwarzes Schiff. Ich glaube, ich habe gerade von deiner Dingenskonsole aus meinem Raumschiff gesteuert. Food Distrut. Aus Versehen, aber ich habe es gemacht. Aber wir sind in einem Sternbild. Ich glaube, einfach nur Doppelklick draufklicken. Gentle Star. Yep. Luna, Baron. Ich würde erstmal im eigenen. Ach, rechts ist das okay. Ich würde aber erstmal im eigenen Sonnensystem bleiben. Unexplored. Ich glaube, innerhalb des einigen des eigenen Sonnensystems verbraucht es noch nicht mal. Kann man irgendwie sehen, was da Benzin drauf ist oder so? Naja, ich guck in das Ding und es wurde nichts verbraucht. Außerdem steht das in der Beschreibung immer, wie viel es verbraucht. One Orbiting Body. Geil.
Coordinations. View Ship. Bookmarks. Ich kann Book Arts machen. Wäre eine Option, ne? Oh. Die Sache ist nur die. Wie? Wir sind noch nicht über einem Planeten. Ach so. Also noch nicht über etwas, wo wir runtergehen können. Auf dem Planeten? Das funktioniert nur so sehr suboptimal. Ach, mit Rechtsklick. Vom Planeten? Ja, ja, wir sind im eigenen Sonnensystem noch geblieben. Okay. Das sehen wir gleich, wenn wir da sind, oder? Ich glaube, du bist als Mech runtergegangen. Oh, Kiste. Okay, wir sind gleich da. Du hättest auch einfach aussteigen In können. In meiner Badewanne bin ich Kapitän. Oh, ich glaube, wir sind da. Wollen wir runtergehen? Nicht runter. Musst du nicht über was? Da ist ein Mond. Also wir sind zumindest in der Umlaufbahn. Ah, okay. Jetzt. Oh, ja, was ja, ist wir das sind, da? Glaub, wir haben ist, angehalten. Ist es Titan? In der äußeren Umlaufbahn. Und jetzt sind wir in, also das jetzt ist Tungsten. Wir in die Innere. Ah, Tungsten brauchen wir auf jeden Fall auch. Da war der Mond übrigens. Genau. Die und nächste jetzt Rüstung, die wir machen können, die nächsten besseren Waffen, die man herstellen kann. Was habe ich getan? Obwohl ich es eigentlich eher bevorzuge, gefundene Waffen zu nehmen. Nein! Sind aus Tungsten, ja. Ich hasse dich. Ja, da warst du ja schon. Übrigens, da gibt's. Wenn es so aufspringt und so ein Dingesgeräusch macht, so ein Hup, dann greift es einfach über dem Beam-Button. Kannst also, du musst dich nicht über. Hey, Tungsten. Nee. Ich hasse ihn. Okay, Tungsten findet man also an der Oberfläche. Wahrscheinlich. In der Beschreibung von dem Mond, dem Planeten, auf dem man landet, steht auch meist auch drauf, welche Ressourcen man findet. Wo wir hier gelandet sind. Au. Hüpfen durch die Gegend. Das überrascht mich überhaupt nicht, dass dieser Planet sehr viele pinke Bäume hat. Ich hab schon eine Waffe, die du hast. Nimmst du die. Ja, nee. Oh, das Tungsten. Kann man so viel Glück auf einmal haben. Für die neue Rüstung, oder nicht? Mit einer Spitzhacke. Die Sache ist nur, die Spitzhacken gehen kaputt. Willst du durch die Höhle gehen? Du wusstest doch gar nicht, ob das böse ist. Echt? Guck mal, das ist voll der hübsche Wald. Ist es Agent P? Ich habe hier wieder so ein großes Ding ins Viech gefunden. Jetzt ist es tot. Ja. Das sah wir hier einfach an der Oberfläche. Ah, ja. Da unten auch. So, ich bin mir jetzt wirklich nicht. Ach ja, das ist der Degen. Ich glaube, ich bin tatsächlich ein bisschen schneller mit meinem. Ich weiß, ich sehe es. Droppen die Pfeife? Eigentlich nicht, aber ich glaube, jetzt komme ich nicht mehr raus. Nö, normales Holz. Ja, wenn Erze über Holz sind, dann baut man die eigentlich meistens mit ab. Was bist du da für ein Schnabeltier? Ein Jacko? Jetzt war das Schnabeltier. Ja, natürlich. Hätte ich mir auch denken können. Weiß. Nice. Auf jeden. Keine Ahnung, was du bist, aber bist das schon sieht rechts nicht unter aus. Mir?
Ja, aber weil ich oben auf dem Berg war, durch den du ist es nett. Durch den du durchgegangen bist.